Guten Tag zusammen. Ich war in den letzten 3 Jahren immer sehr gerne im Haferland. Mir haben die Veranstaltungen große Freude bereitet. Ich bedauere außerordentlich, dass ich in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise nicht ins Haferland reisen kann, was sehr verständlich ist. Aber die Veranstaltungen waren immer sehr schön. Vor allem haben sie gezeigt, wie stark die Sachsen zusammenhalten. Die Veranstaltungen waren immer sehr vielfältig. Ich habe gerne an den Konzerten teilgenommen. Ich habe die Märkte besucht, die anliegenden Ortschaften besucht. Eben das Gemeinschaftsgefühl war großartig. Und ich hoffe sehr, dass es im nächsten Jahr wieder zu einer Haferland-Woche kommen wird. Ganz besonders möchte ich den Veranstaltern danken in den vergangenen Jahren, dass sie eben durch neue Ideen Menschen zusammengebracht haben, die Initiative von Herrn Schmidt, im Haferland etwas auf die Beine zu stellen, Menschen zusammenzubringen, zu zeigen, wie kreativ man sein kann, was alles möglich ist. Das ist großartig und das habe ich auch immer unterstützt und deshalb war ich auch immer gerne im Haferland. Ich wünsche allen Beteiligten, allen Zuschauern, dass auch die Online-Veranstaltung, die jetzt ansteht, den Menschen viel Freude bringt, ihnen Appetit macht, vielleicht auf die Veranstaltung im kommenden Jahr, dass sie nochmal in Erinnerung ruft, wie schön die Haferlandwochen in den vergangenen Jahren waren. Und dann wünsche ich mir sehr, dass wir uns alle gesund und froh im nächsten Jahr wiedersehen im Haferland. Vielen Dank.